Mal finde ich das Loch so. Upsi. So sei es denn. Ja, das macht Sinn. Oh, ich habe gerade den wahren Horror im Spiel entdeckt. Er hat die Klopapierrolle verkehrt rumhängen. Okay. Auf die Fresse kriegst du ja. Nee. So, wo waren wir denn? Achso, wir müssen jetzt hier raus und gucken, ne? Glaube. Idee, ja. Ich erinnere mich an Ping. So, okay, nicht hier rein. Seid ihr draußen? Ja, ich höre es schon. Fahrt schnell, das ist das, wie du gestorben bist, mal. Und die Tür ist wieder auf. Okay, ich komm. Wie, du bist rausgekommen? Die Tür ist einfach wieder auf. Ich bin da. Bist du der Täter? Ich wurde zersägt, weißt du, und die kommt wieder raus. Tja, hättest du ja nicht in Panik umherlaufen müssen. Mal einfach mal gucken, da ist die Tür wieder aufgegangen. Ich bin nicht hin und her gelaufen. Ich glaube, die ist nur aufgegangen, weil wir in den Fahrstuhl gegangen sind. Ja. Du hast mich einfach nur nicht gerettet damals. Ich höre mich doch jetzt auch nicht. Gehen Sie zum Fahrstuhl zurück. Na los. Weggelaufen. Na los, geh einer rein. Geh rein. Na los. Okay. Klingt falsch rum. War das vorher auch schon? Das Gehirn hier oben in der Mitte sieht aus wie eine Katze. Nein, ich glaube, das Bild hängt nicht falsch rum normalerweise. Dieses Lungenbild, vor dem ich gerade stehe. Ach so, hier, ich habe eine Anomalie. Das Wiederbelebungsding hängt auf dem Kopf. Ich war nämlich gerade irritiert, dass so das nicht funktioniert. Das auch, ja. Okay, dann hauen wir wieder ab. Ja, schnell. Ich habe manchmal kein Fahrstuhlgeräusch, ne? Es geht einfach lautlos auf. Am Anfang hatte ich noch so dieses Zip-Bing. Ich gehe rein. Okay. Was war das? War es einer von euch? Nein, was denn? No. Da hat doch so ein kleines Geräusch. Hast du das? Ob die noch den asozialen. Die asoziale Anomalie haben. Hier war doch mal so Kinderkopf zu sehen in diesen Leuchten. Kann sein, aber ich sehe gerade nichts. Das heißt, tut die, würde ich fast behaupten. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich höre, was war hier eine Steckdosenleiste? Nee, guck. Nee, gar nicht wahr. Aber hier gibt es Anomalien mit den Steckdosen, glaube ich. Ach so, das war auch vorhin verkehrt rum. Deswegen sah es aus wie ein Katzenkopf, okay. Ich weiß nicht. Sieht alles gut aus. Oh, ich find's. Es gab, glaube ich, auf, dass der Smiley größer wird. Oder war das eigentlich immer ein Smiley? War das nicht mal ein Punkt? Ja. Nö, das war ein Smiley. Geil. Wen mal hier rauflegen? Nee. Was mit dem Flur? Den haben wir doch gar nicht richtig gecheckt hier. Nicht, dass die Türen größer werden. Das Gefühl, ich höre
Dinge. Ein gutes Zeichen. Ja. Okay. Wenn ihr das sagt. Ching. Wir können gehen, glaube ich. Ich will mal gucken. Ich kann ja mal reingehen. Ich gehe mal gucken. Sie sezieren mich. Ich kann zuschauen. Schmerzhaft. Ihr könnt fahren. Nee, ich bin weg. Ich bin du tot. Siehst es nicht, aber ich grinse mir gerade einen zurecht. Ich höre es. Ihr könnt fahren, ich kann nicht rauskommen. Na dann fahren Sie. Gut. Tschüss. Hallo. Hallo. Ja, schnell. Diesmal geht ihr da rein und ich gucke mir den Flur an. Okay. Opiri, weißt du noch, wo wir verzweifelt gesucht haben? Wieder. Ob da eine Anomalie ist und da fehlten einfach die Türklinken? Ja. Oh, da ist der Kinderkopf. Sag ich doch. Der sah auch mal anders aus. Die haben echt besser eine Grafik geändert, ne? Dann. Okay. Eva, nicht da, ne? Er hat das Licht geflackert. Oh, ich gehe wieder. Oh. Eigen. Leichensack und ein Zaun. Was? Da war ein Leichensack? Mhm. Jetzt bin ich hinterher gehüpfelt. Oh. Mochte uns. Das ist ja nicht so gut. Mitspielen. Ich hab vor Lachen fast meine Schokobanane ausgespuckt. Na. Hier, Anomalie. Siehst du, jetzt lernt er. Jetzt entdeckt er auch was. Das kommt vor, ja. Wo denn? Was denn? So, bitte sehr. Oh. Okay. Das ist so traurig. Ja. Geht mich runter, ich gehe raus. Dunkel. Was seht ihr denn was? Thomas Fall. Ich guck mal den Flur an. Okay. Und tschüss. Eine halbe Stunde, dann habe ich es auch raus. Ach, das wird immer deutlicher, keine Sorge. Okay, alles klar, ich sehe es. Gut. Ja, oh, den hatten wir gescannt, ne? Mhm. Stimmt, du hattest den Entwickler, glaube ich, sogar angeschrieben. War das das? Ja. Wo führt der Hintercode? Zu einem nicht gelisteten YouTube-Video, den du nur mit einem Einladungslink sehen kannst. Ah, cool. Das sagt er irgendwas, ne? Ja. Aber ich weiß nicht. I'm trapped in this game. Ach ja. Das sieht zu gut aus gerade, oder? Mhm.
Also ich kann mich noch an drei Sachen in diesem Raum erinnern. Einmal, dass hier so ein Smiley-Face in den Steckdosen ist. Dass hier hinter dieser Tafel ein Smiley erscheint. Diesmal ist hier aber sehr dunkel. Und dass es einen Kopf in diesen Dingern gab. Ja, und dass anstatt dem Erste-Hilfe-Ding eine Mordanleitung war. Ja. Raffiniert. Was sagt zu der Flur? Sorry. Ich glaube, hier ist nichts. Also ich leg mich jetzt hier mit fest. Es sieht gut aus. Ah. Okay. Okay. Ihr wolltet es so. So sei es denn. Oh Gott. Vom Erfolg verwöhnt. Das kann doch nicht lange gut gehen, ja. Ich gehe zuerst rein. Noch auch philosophiert, was unser Kumpel da hat, ne? Haben wir da irgendwie mal. Kamen wir zu einem Schluss? Nee. Katatonischer Zustand. Nur irgendwie, dass er Gehirnscans kriegt. Weil das hier doch nach Pathologie aussieht. Warum sitzt er hier? Sieht aber alles normal aus. Hier steckt ein Projektil im Schädel. Das ist schon komisch. Stimmt, da haben wir auch gesagt, vielleicht sieht er Dinge, weil er irgendwas in den Kopf gekriegt hat. Sein Genickbruch entsteht ja, wenn der Dance Axis abbricht und sich in das Rückenmark bohrt. Vielleicht muss er deshalb so gerade sitzen, weil er sonst stirbt. Das wäre eine nette Geschichte, oder? Ja, das macht Sinn. Ah, ja, das muss es sein. Das muss es sein. Hat vor Moment, auch wo er einliegt. Moment, wo er einliegt und der Kopf nach vorne fällt, ist er tot. Oh Gott. Ah, Mensch. Sollte er dann gerade im Krankenhaus nicht so eine Halskrause umhaben? Ah, ja, aber das wäre nur halb so lustig. Oh Gott. Also, es sieht gut aus. Ich denke, seine Lunge sieht auch gut aus. Hab ich dich schon geguckt? Ja. Sagt der Flur? Eigentlich auch was in den Mülleimern sein. Da gucke ich häufiger nicht, fällt mir gerade auf. Ich glaube, hier sieht man nicht so viel. Es lag nur was in diesen offensichtlichen Mülleimern da in diesem Lager damals. Wir fahren, oder? Ja, würde ich sagen. Ui, mein PC ist ganz schön heiß. Yay! Hier ist was neu, glaube ich. Oh, 666. Never. Ja. Never get... Achso, you will never get 666. Das wollen wir ja mal sehen. Okay.
Da ist er. Okay. Aber ich will ihn mir angucken. Ich weiß nicht, ob er was macht. Bist du drin? Ah ja. Ja. Den hatte ich zuerst auf meinem Thumbnail. Dann hat man mir gesagt, nein, mach das nicht. Oh, hier sind noch mehr. Oh, jetzt will ich auch gucken. Hä? Okay, jetzt verstehe ich das, aber das ist aber nicht fair. Peri, willst du auch gucken? Hast du geguckt? Ich hab geguckt. Oh, bald kommt der nächste Boss. Ist das eigentlich randomisiert, wann welcher kommt? Oder kommen die immer in der gleichen Reihenfolge? Die Anomalien oder die Bosse? Bosse? Die kommen immer nach dem gleichen... Achso, doch, die müssten eigentlich gleich kommen, meine ich. Ja. Hier, ja. Hm? So. Sag ich doch. Tschüss. Schön hier. Yeah. Wo bleiben meine Steckdosen? Ausverkauft. Ich auf dem Flur draußen schon immer dieser... Ah, da stand er. Schon gut, alles gut. Und hat wer was gefunden? Nee, ich gucke mir gerade den Flur an. Schieben. Da waren noch zwei Handabdrücke neben der Tür. Hm? Hier draußen waren ja zwei Handabdrücke? Ja. Eine Mordanleitung. Eins, zwei, einer fehlt, glaube ich. Ja, ich komm. Ich wollte nur noch mal gucken. Ich bin da. Willkommen. So. Jetzt wieder Boss, weil 16? Ich glaube nach 16. Nee, wenn Boss auf 17 springt, haben wir Boss. Ah, okay. Okay, okay. Das kann ich mir merken. Oh mein Gott. Okay, Tschüss. Mhm. Was denn? Ja, rein. Oh, okay. Was? Okay, okay, okay. Hm. Nee, muss ich gerade Halloween. Muss ich nicht weiter eruieren. Oh Gott, welcher Boss kommt denn jetzt? Gott, wie ging das wieder? Einer muss am besten ablenken und dann ein anderer in den... Komm, Zombie, komm. Oh Gott. Komm. Oh. Ja, komm. Ja, ich bin schon tot. Komm. Bist du ein Süßer? Ja. Zombie. Oh. Ja, da ist ja noch ein Zombie. Werden immer mehr. Aber doof. Mich hat der Große umgebracht, der ist schnell. So kann mich mal. Ist, ich auch. Der Pest. Echt einer? Doch. Okay. Ja.
hadern mal, ne? Ja. Hallo. Au! Ich war's nicht. 300, du! Ja, neuer Raum. Sieht man nicht mal, wer ich bin. Ich schlage einfach mal beide. Oh, kann der Diskriminierung kriegt alle was ab. Ausschalten hier. Okay, ich kann ihm auf die Cappy gucken. Hier ist ein Anmeldebildschirm. Hier ist ein Graph. Gelber Mülleimer. Durch dein Zettel. Sieht meditative Ruhe aus. Wer hat. Er ja. Disease History. Riesenspritze und Drucker. Riesenfleck an der Decke. Oh ja. Hier ist die ganze Decke schon rot. Da ist ein Streifen und also Punkte. Okay. Und Peri ist schon wieder. Naja, einmal gesehen. Kann losgehen. Achso, okay. Ich bin da. Erstmal was getrunken. Oh, ich habe was gehört. Irgendjemand redet hier. Was hinter? Wer mag das sein? Hier ist nichts. Aber ich höre was. Ja, man hört es eindeutig. Ja. Nicht normal, würde ich sagen. Nö. Nee. Du solltest den Knopf drücken, nicht mit meinem Kopf den Knopf drücken. Wenn du mit deinem Popöchen hier im Weg stehst, soll ich da drankommen? Was? Auf die Fresse kriegst du hier. Geh schon mal. Mach das doch raus jetzt hier. So, wirklich? Ja. Tschüss. Ich glaube, er wird geflutet. Ja. Jetzt auch mal ganz erfrischend. Wir hier reingehen? Nee. Wir werden nicht geflutet. Nur er wird ertränkt. Ich erinnere mich an diesen Tod. Obwohl, nee, ich glaube, er geht nicht schön drauf. Guck, du kannst dich drücken. Ich glaube, er kommt noch wieder. Ja. Ja. Zack. Na, da ist er wieder. Endlich mal gewaschen. Schon gewaschen, jawohl. Gut gebadet. Schön. Ah, so. Einmal abschütteln reicht, ne? Weiß nicht. Na, geh vor. Das ist eigentlich, wenn wir alle drei draufgehen. Ja, auf Wiedersehen. Oh ja. Auf dem Tisch ist eine 6 auf dem Klemmbrett. Ah, okay. Dann. Ist gut, oder? War der große Blutfleck von hier innen an der Trennwand auch schon? Ja. Denke. Ach so, der ist von außen auch, okay. Der Anmeldebildschirm.
geht's Emil? Der hat immer irgendwie Blut unter sich, ne? Das ist, stimmt nicht so gut. Ich guck mal den Flur. Sieht gut aus, ne? Noch. Warte mal. Zweifler. Ich bin hier gerade gehakelt und es gibt einmal eine Anomalie, wo man so hakelt. Okay, okay, ich bin nur einmal gehakelt. Das ist nicht wieder passiert. Oh ja, ich bin ein Zweifler. Lieber einmal zu viel zweifeln und dann ist alles gut, als naiv ins Verderben zu rennen. Ja. Habt ihr es gesehen? Ja. Oh, es ist nicht mein favorite Ding. Nein, die schlafen nur. Ja. So machen die doch, wenn die sich hinlegen. Wir nennen es mal hinlegen, besonders wenn du die da oben auf dem Schrank beobachtest. Ja, die habe ich zuerst gesehen. Denke so, hä? Okay. Staubsauger bekommen. Er hängt wieder irgendwo. Was? Staubsauger? Staubsauger schreit immer um Hilfe. Ich habe einen Vorsprung erkannt. Ich weiß nicht, wo. Oh. Nee. Oh, okay. Mal nicht, ne? Oh. Jemand tot? Ja. Ja. Ja, dann fahren auch wir zu retten, ohne dich. Oder? Also. Hast du liegen lassen? Ja. Komm schon wieder. Na dann. Tschüss, Beri. Klopp. Kommt hier von der Decke gesprungen. Tag. Keine Riesennadeln. Nope. Und tschüss. Ich höre irgendwas. Was ist hier los? Hier. Ah. Oh. Jemand. Pornos. Oh. Ich bin tot. Dann mach ein Porno aus. War ein tödlicher Porno. Seltsam. Sie fahren. Oh, hilft ja nichts. Gut. Ja, ich bin tot. Da bist du wieder. Yay. Das ist ein freundliches auf die Schulter knuffen gewesen. Doch, oh, gut, ich finde das. Da ist was Rotes. Ich gehe gucken. Sehr genau. Oh, cool. Es ist ein rot leuchtender Sack. Oh, lauf, geht ohne mich. Ich bin tot. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Es ist ein rot leuchtender Sack und gehst um die Ecke, kommt aus der die Rückseite schwarz und da kommt dein Arm raus. Oh, na dann. Ja. Oh, dann mal, ja? Ja. Ist nicht so mit schwarzen Armen aus roten Säcken. Wie normaler Arm aus schwarzem Sack von der Rückseite mit rotem Licht. Achso, na gut, okay. So, jetzt möchte ich gerne was finden, ohne drauf zu gehen.
Ach nein. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Das Stirnteil. Das habe ich auch angeguckt. Ich weiß nicht, ob da diese, also da lag was auf dem Block, aber ob es dieses Stirnteil war. Ja. Ja, mit diesem Pinöpsel da dran. Ja. Okay. Das mit der Schreibtischlampe, war die an? Das weiß ich. Die war an, ja. Okay. Sieht gut aus, oder? Leider ja. So, der, genau. Ja, seid ihr euch so sicher? Absolut. Halt. Okay. Okay. Ihr werdet immer schneller. Ihr werdet irgendwann werdet ihr unsauber. Nee, die Un war bei mir. Ja, ich komme gerade nicht auf das. Kam da auch nicht. Wie bin ich so abgehackt oder was? Könnte mein Headset-Akku vielleicht leer sein? Könnt ihr mal einen Stecker reinmachen. Mal finde ich das Loch so. So, jetzt bin ich am Kabel. Vielleicht hört ihr mich ja jetzt besser. Aber es liegt daran, dass mein PC heiß wird. Waren da schon immer schwarze Flecken an der Wand? No, ja. Die sehen sehr dunkel aus, ne? Ist doch unsicher. Ich würde jetzt zu ja tendieren, aber so 100% okay. Sicher. Nicht. Ah. Das geklärt? Ach, die Peri schon wieder, oder was? Ah? Ich kann nicht mehr schlagen. Weiß gar nicht, wie das geht. Der Maus. Ah, jetzt geht's wieder. So. Ah. Der geschlagen hat. Tut mir leid, oder kann so. Kann ich nicht schlagen? Man kann nicht von hinten schlagen? Doch. Hä? So. Einen von euch kann ich und anderen nicht. Aber es sieht gut aus, oder? Ja, ich guck noch mal hier draußen. Aufschlagen? Ich sehe nix. Okay. Okay. Man macht das. Ah, gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mit 100%iger Sicherheit schwarz. Ich hab's gefunden. Geht mal da um die Ecke. Da. Wirst beobachtet. Okay. Ja? Es ist reichlich, ja? So ein bisschen. Echt viel sicherer. Also ich bin ja pro Überwachung, ne? Aber das ist ein bisschen viel. Wir sind so gut.
Jetzt habe ich es gesagt. Es sein. Ich höre was. Ich sehe sogar was. Wen siehst du? Da der Couch. Oh. Wieder die Kinderköpfe. Was hat dieser Entwickler mit diesen Kinderköpfen? Weiß auch nicht. Bevor die mich fressen, gehe ich wieder. Machen die? Man benutzt ihr eigentlich Kontrollbildschirme? Also ich kann meine Aufnahme gerade sehen, oder wie meinst du? Quasi einen zweiten Bildschirm. Ja, okay. Ich noch nicht so lange. Oh, hallo, großer Mann. Ah, was ist das? Oh, okay. Hast du gesehen? Anfangs hatte ich nur einen Bildschirm lange Zeit. Da siehst du aber dann nicht, wenn auf einmal das Aufnahmeprogramm abschmiert und du die ganze Zeit Selbstgespräche für niemanden führst. Ah. Da für mich auch den Ausschlag. Ich vergesse so oft Aufnahme zu drücken. Ach so, ich habe das immer vergessen, wenn ich gestreamt habe, da auf Aufnahme zu drücken. Das kannst du bei Streamlabs aber einstellen. Dass wenn du auf Live drückst, dass der auch automatisch mit aufnimmt. Als ich das noch nicht wusste, habe ich mir ein Post-it an den Bildschirm gemacht, mit so einem kleinen Pfeil unten, dass da steht Aufnahme drücken. Ich habe was, glaube ich. Wer von euch ist hier? Hier? Hier bei dem Bildschirm, genau. Oh, ja. Aber auch nur ganz kurz zu sehen. Was ich nicht verstehe, ist, dass man manchmal in der Aufnahme mehr sieht als in dem Spiel, was du gerade so spielst. Jetzt ist es bei mir andersrum, weil ich das heller gestellt habe. Du musst es dann im Schnitt wieder heller machen. Okay. Hier ist nichts. Hä? Komm nochmal, wer auch immer gerade hier war. Komm mal zu mir an den Schreibtisch hier. Nee, direkt hier vorne vor. Vor den mir gegenüber quasi, wie so ein Patient. Herr Doktor. Achso, war es vorher schon so? Ihr kriegt ihr das Licht von der Lampe ab? Ja. Das ist irgendwie komisch. Das ist doch. Ich wusste, als du damals fragtest, ob die schon immer an war. Das ist normal, die Reflexion. Ja, ich hab das Gefühl, die ich mach Platz. Neigt sich da irgendwie mehr. Sieht das normal aus oder meine ich das nur? Was denn? Dass das alles normal aussieht. Ja, irgendwie. Auch dazu tendieren, ja. Meint ihr? Ja. Oh, ja. Ich geh vor. You can do it, you can do it. Ich bin bereit. Können wir wieder gehen? Warum? So hell ist. Nimm mal die Decke an. Upsi. Okay. So hell. Okay. Was? Was? Schon jetzt schon wieder? Was? Boah. Ah. Wir sind so gut. Irgendwann beschwöre ich's.
Oh nein, oh nee. Nicht das. Oh, nicht mir das. Hakt. Das hast du doch gelöst. Oh. Irgendwo ist eine Toilette, die ist ein Weg raus. Aber wir haben nur begrenzt Zeit. Ich glaube, ich weiß noch, wo die ist. Hab sie. Was? Witz. Oh. Das war die erste, die ich geöffnet habe. Ich habe doch gesagt, ich habe ein gutes Gedächtnis. Hier, ganz die? Hinten. Letzte Lauf, Reihe, das ne? Wasser kommt. Ah. Ich bin da. Okay. Warum stand da oben 0? Oh, das fehlt gerade noch, oder? Nee, 400, okay. Ja. Oh. Ah. Der Raum. Zur Erklärung, ja, das letzte Mal haben wir, glaube ich, 15, 20 Versuche fast gebraucht. Ja. Wir sind ständig in die Luft geflogen. Ewig. Ach, hier ist der Kinderhänderraum, in der Toilette. Nee, die waren hier, in diesem Mülleimer. Ja, glaube ich. Meine ich doch. Ach so, in der Toilette, ja. Da habe ich mich über die Reinigungskammer beschwert. Was sind das für Möppe? Die sahen doch beim letzten Mal auch anders aus. Den kann man doch nicht sauber machen. Er hat immer Blut hinter oder unter sich, ne? Ich glaube, dem geht's überhaupt gar nicht gut. Ach, und hier war das mit diesen Handtrocknern, wo wir erst dachten, es ist gar nichts. Und dann bin ich irgendwie da dran zugegangen und dann kam doch irgendwas. Ja. Und ja, dieses Babywaschbecken ist ein Babywaschbecken. Stimmt. Das ist aber auch arschig, ne? Auch sind zwei. Zwei kleine Mülleimer unten drunter und rechts ein großer. Oder ist es gleich? Nee. Die sind gleich groß, die sind runtergeschoben. Die sehen irgendwie anders aus, so von der Perspektive. 2, 3, 4, 5, 6. Und ich glaube, so kompliziert müssen wir gar nicht denken. Denken. Okay. Seid ihr? Ich bin im Aufzug. Ach nee, ich bin im falschen, ne? Das wäre noch besser. Steigen wir alle in den falschen. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas passiert dann. Da sind wir bestimmt wieder bei 0. Oh Gott. Nicht durch Doofheit, das darf uns nicht passieren. Wenn dann, weil wir absolut das nicht gefunden haben, obwohl wir alles gegeben haben. Ja. Okay. Geh schon. Geh schon. So ist viel bequemer. Könnte ich auch als Erste da reinschubsen. Nee, lass mal. Da kommen die Schiller. Was? Die Schiller Wasser. Bewegen sich. Ah, ist ja cool. Die kommen direkt auf uns zu. Ach, die hier rauskommt. Okay. Weiß ich nicht. Sehr interessant. Stimmt nicht. Trauen sich nicht. Meckling. Nee. Das ist ein wildes Rudel Schiller. Oh, guck mal, wie schön. Es schüttelt sich. Oh. Zappelt. Oh, guck mal, sie paaren sich. So. Sie machen dann gleich viel mehr Schiller. Oh. Und ihnen interessiert das nicht. Gut. Sollen wir sie sich in Ruhe paaren? 402. Okay. Oh. Ach, nee, alles gut. Hatten wir vorhin auch schon eine Spiegelung? Ja. Okay. Ja. Und einmal war auch irgendwas zwischen diesen Spitzen hier zu erkennen, dass irgendein Vieh auf dem Klo saß, glaube ich. Sieht aber gut aus. Keine Kinderhände? Keine Kinderhände.
Es ist entschieden. Fast. Okay. Hey! Ich zitter bei jeder Aufzugfahrt, ne? Ja. Ja, gerade wenn man keine zu entdecken meint, ne? Ja, wenn das so offensichtliche Dinge hat, finde ich super. Ich finde ja, es passt, oder? Ja, leider ja. Warum ist das so? Habe ich jetzt eigentlich weniger Abbrüche, die ihr hört, oder? Ja. Okay, dann war es wahrscheinlich wirklich der Akku. Sitze ich nur ein bisschen behindert in meiner Körperposition, weil das Kabel nicht so lang ist. Ist denn jetzt, wo es angeschlossen ist? Jetzt sitze ich sehr nah am Monitor, wo es angeschlossen kann ist. Kann doch nicht sein, dass das schon wieder in Ordnung ist, oder? Komisch. Aber ja. Ist's. Und irgendwie ist auch nichts mehr auf dem Flur, ne? Anomalie ist, dass es keine Anomalie gibt. Mal gut. Hier ist so ein schwarzer Streifen. Warte mal bitte. War dieses Blut denn über diesen Handtrockner neben dem Spiegel in der Form? Neben dem Spiegel, über den Handtrocknern. Diese Form von Blut. Was gesagt? Da? Hört man mich nicht? Hallo, hallo, hallo. Ah. Ja. Damit ihr mich besser hört, ne? Ich stell mal einmal um. So, ist es jetzt besser? Ich höre dich auf jeden Fall. Ja. So, auf jeden Fall hier Spiegel, ne? Hm? Dieses Muster, war das so? Das beschäftigt dich? Hier, das hier. Das Muster. Was denn? War das so? Was denn? Das Blutmuster hier oben. Sag mal, hört ihr mir jemand noch nicht? Oh. Das Gefühl, ich versetze Gespräche. So, diese Hand hier, meinst du? Die war schon immer, ja? Ja, die war schon. Okay. Und dieses Schwarze hier oben an dem Feuerlöscher? Brandmelder? Ja, könnte auch sein. Okay. Wir dann. Das macht einem nervös, oder? Ja. Ah. Voll. Eigentlich der Fehler verraten, wenn man einen macht? Nein. Das ist ja das Arschige. Aber wir hatten ja schon mal nette YouTube-Kommentare, die uns dann geschrieben haben, was wir übersehen haben. Ja. Nicht gesehen, dass die Türklinken nicht mehr da waren.
Oh, ich habe gerade den wahren Horror im Spiel entdeckt. Er hat die Klopapierrolle verkehrt rumhängen. Oh no. Das geht ja gar nicht. Das Wagen. Ja, deswegen geht's hier auch nicht gut. Auch, also auf Toilette gehen, aber trotzdem. Die Klopapierrolle muss richtig rumhängen. Stimmt das über einen Menschen aus, wenn er die Klorolle so aufhängt? Dann ist der psychisch gestört. Sicherheit. Eine antisoziale Persönlichkeitsstörung oder irgendwie sowas. Genau. Keine Kinderhände? Nein. Keine Kinderhände. Es ist schon wieder alles in Ordnung. Das kann auch nicht sein. Irgendwas muss doch hier sein. Irgendwas muss doch hier sein. Wer fehlt? Ich. Fehlt von Fehler. Oh Gott. Das ist gut. Wir können wieder zurück. Ja. Nur. Warum? Oh, wir haben keinen Kopf. Ja. Deine Cappy hängt noch tiefer als meine. Ja, warum? Gut. Köpfe noch da? Jetzt ja. Nähern uns dem nächsten Boss. Ja! War das? Wir. Ja! Ja! Okay. Alles klar. Wir machen manchmal komische Geräusche. Das ist keine Anomalie, das ist so. Wir sind die Anomalie. Ja. Ach so. Du spielst auch nicht gerade wirklich mit uns. Das ist nur in deinem Kopf. Ich wollte gerade sagen, fang nicht wieder mit, du weißt schon, welcher Grundsatzdiskussion an. Aber interessant, worauf läuft ihr hinaus? Eben in einer Matrix oder? Ja, genau. Ja, so ungefähr. Okay. Hey, das war der Unterschied zwischen einer Emulation und einer Simulation. Ja, okay. Gut, ja, lasst uns ausdiskutieren. Nein, bitte nicht. Fehler gefunden. Wo? Fehler gefunden. Wo? Da oben. Kinderhände. Ja, Kinderhände, die die Lüftung besser halten. Ja, so kann man auch so tun, als hätte man eine Lüftung. Und da hat die Behörde mal kontrolliert. Bist du hierhin teleportiert? Ja, die erste, die weg ist. Alles klar. Oh Gott, mein Herz. Habe ich mich erschreckt. Oh, den meinte ich, glaube ich. Hier. Das ist doch normal, dass ein Händetrockner angeht. Was habt ihr denn? Ja. Ich habe meine Hände aber nicht runter gehabt. Ah, okay. Seriös. Erzählt doch mal einer einen Witz. Oh. Beginn mit Pissoir. Was? Ein Witz? Könnte, glaube ich, gehen, weil mich nicht alles täuscht. Oh. Hm? Ich dachte, du erzählst jetzt einen Witz über ein Pissoir.
Das, nein. Jo. Okay. Jemand kennt einen, ich will den jetzt auch nicht abwürgen. Ein Biswabitz. Biswabitz, ja. Okay. Oh, tschüss. Okay. Ja, es gab schon lange keine Anomalie im Flur mehr. Das ist kein Wasser mehr, es ist Blut. Bestimmt. Ich höre es immer noch plätschern. Ich dachte, warum klippt die Tür da hinten zu? Oh, da ist ein Kopf rausgeploppt da oben. Oh Gott. Gut, dann nur. Wir sehen, ein Kopf. Wo? Oh. Geh ein Stück rein und dann nach links oben gucken. Hier so musst du dich hinstellen. Aber die macht nur einmal so Kuckuck und dann macht sie das nicht mehr. Da ist sie wieder. Ich glaub's. Ja? Sie ist schwarz schon. Und hat rote Augen. Okay. Brauche ich nicht normal. Wer sind Sie denn? Eben. Kommt der auch auf den Flur? Mal nicht. Nee. Geht wieder. Etwas? Ich will es mal ausprobieren. Hi. Nicht rein? Lass mich nicht rein. Sei doch froh, stirbst du wenigstens nicht. Die 112. Sorry. Wer prügelt sich hier? Ich glaube, hier ist was. Oh, Kinder in den Mülleimer. Und hier jetzt auch? Ja, hier, den habe ich nämlich damals gesehen. Sag doch, Kinderhände gehören nicht in den Mülleimer. In den Restmüll. Absolut recht hast. Gehört in den Biomüll. Außer wenn sie gekocht werden, dann würden sie doch in den Restmüll kommen. Weil in dem Biomüll darf nichts gekochtes. Und die gekocht? Ich weiß nicht, ob die gekocht sind. Wo soll ich das denn wissen? Okay. Hä? Nee, wieder nichts Offensichtliches. Ah, alles gut? Ja, ich finde schon. Besser sein. Nico mit hektoliterweise Blut an den Wänden. Das ist alles in Ordnung. Ja. Ja. Flur sagt auch nichts. Flur. Ich sag Flur. So, okay. Uhr sagt nichts. Okay. Ich hätte eine Uhr im Bad übersehen. Ist da eine Uhr? Nee, ja, ich glaube nicht. Tada! Ich glaube, wir können da weiterfahren. Oh. Oder möchte einer hin und tot sein?
Und das zweite Shining-Zitat, ne? Ich glaube, hier war auch letztes Mal schon recht wenig in dieser Toilette los. War das? Ja. Ach. Weißt du, ich erzähle das noch und ich gucke auch extra, weil ich das ja weiß, ne? Alter, war weiter. Hast du es gesehen? Ich habe nur die Tür zufallen hören. Ja, dann ist okay. Sei froh. Anomalie, ja, okay. Was war da drin? Eine Mischung aus Avatar und wie heißen hier die um Wolverine herum? Nicht Avengers. Das ist auch eine so eine. Ich bin gerade irgendwie nicht mehr aufnahmefähig heute. Diese Tussi, die sich da so verwandeln kann. So ähnlich sah sie aus. Sie hatte, ich glaube, orangene Haare. Okay. Oder sie war schwarz, ich weiß nicht. Vielleicht auch blau. Irgendeine Farbe. Okay. Irgendeine Farbe. Es war gruselig. Okay. Hier sind Fußabdrücke vom Spiegel. Fuß. Dreh dich rum. Da. Da. Seht ihr das nicht? Oh ja, wahrhaftig. Wird sich jemand draufstellen? Ah, ich. Darf ich? Okay, ich gehe vorher raus. Nur sicherheitshalber. Sieht ja gar nichts. Ist noch weg. Wie seht ihr denn irgendwo Fußabdrücke? Jetzt sind sie auch wieder weg. Hm? Jetzt sind sie wieder da. Jetzt stehen sie woanders. Jetzt stehe ich drauf. Bei mir sind einfach keine. Und sobald ich draufstehe, sind sie weg. Ha! Tja. Du kriegst keine Fußabdrücke. Unsichtbare Anomalie. Tja. Wird immer besser. Und? Achso, wir sind alle da. Stehen wir im richtigen Aufzug? Ja. Boss? Oh, ja. Gucken, wer jetzt kommt. Kennen wir das? Ach, warte mal, wie war das? Runtergucken, zählt. Ne? Runtergucken und langsam gehen. Okay, ich gehe voraus. Am Boden gucken. Nur auf dem Boden schon passieren. Gucken. Oh, eine Wand. Nee, das ist eine Treppe, ne? Ja. Die geht's bergab. Dann geht mal langsam nacheinander. Egal was passiert, nicht hochgucken. Hier ist recht hochgucken. Wieso wird sie lauter? Ja, gut, dass ihr wisst, wie es hier weitergeht. Ich glaube, da sind wir nämlich auch einmal. Haben wir auch einmal verkackt. Einmal! Das war aber nicht im Hardcore-Modus, wo wir verkackt haben. Gott sei Dank. Sag mal, wie weit ist denn das? Ich habe ein Gesichtchen gesehen. Nee, guck am Boden. Oh, ich habe auch ein Gesichtchen gesehen. Oh mein Gott. Ist nicht rennen, nicht kreischen, nicht zucken. Nee, einfach in den Fahrstuhl. Ich bin da. Oh Gott. Ein Spaziergang. Ja. Yay. Wir sind bei 500. Oh mein Gott. Oh nein. Der Lagerraum. Wie oft wir den verkackt haben. Ja, also auf jeden Fall müssen wir uns merken, wo hier diese schwarzen Beutel, in welcher schönen Tonne. In der grünen bei mir hier. In der roten und in der blauen auch. Ist ein und schwarzer blauen, Boden. Der blauen ist ein Recycling-Symbol, auf der roten ist ein Biohazard. Okay. Auf der grünen ist gar kein Symbol. Okay, und die anderen beiden Tonnen sind auch gleich. Rote hat gleiche Symbol und blau hat gleiche Symbol. Und grün hat kein Symbol. Und alle haben sind schwarzen Beutel. Ja, und es gibt Chlorin-Solution, es gibt Ethanol, es gibt Desinfektionsmittel, es gibt Detergent.
Eben kann ich auf die Cappy gucken von der Größe her. Ganz viele Pakete. 5 Besen, 5 Schaufeln, 5. Ein Schlauch, ein Feuerlöscher. Oh Gott, ich höre, wie mein Hirn knackst. 5 Waschbecken. Die Steckdosen. Hier war das, glaube ich, mit den Steckdosen gelächelt haben. Irgendwo ja, und war das. Zu viele waren. Das kann okay, auch sein. I guess I got it. Hier Steckdosen, 5 Waschbecken. 5 Dinger. Weggerannt. Es sind oft 5. Was? Wer ist weggerannt? Ja, die rennen immer weg. Peri got it. Peri fertig, Peri geht. In Ordnung. Gut. Oh, bei dem müssen wir auch gucken, dass wir nicht alle drei zusammen da reinrennen. Wegen der Karton-Action. Was? Dass du nicht reinrennst. Also rennen bis zum Raum und dann normal erstmal reingehen. Weil es gibt eine Sequenz, da war es. Ich weiß nicht, sind wir abgestürzt? Oder wäre es fast abgestürzt? Dieses Spritzmuster habe ich mir nicht gemerkt. Da bin ich jetzt auch gerade unsicher bei diesem Zickzack, ne? Ja. Hier Steckdosen. Tüte. Hier sind keine schwarzen Tüten drin. Wir können wieder fahren. Sind sie doch, oder? Nee, hier, guck, so eine muss hier drin sein. So eine schwarze. Und die muss hier oben rausgucken. Hä? Da ist jetzt wieder ein drin, aber hier ist keiner drin. Normal, oder? Nee. Der hier, so wie der hier rausguckt, war hier auch einer drin. So, die. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Diese schwarzen Zipfel da. Hier ist einer. Hier ist doch. Ich. Hä? Jetzt ist der wieder. Warte mal. Der ist hier vorne. Der ist ja auch vorne. Der hält sich blöd, oder? Nö. Der lag doch hier auch anders. Wandern die nicht? Hm. Hier unten was guckt denn? Einer aus der Tonne raus. Der ist falsch. Die lagen doch anders. Ja. Und hier, die. Also definitiv, die bewegen sich. Ja, jedes Mal, wenn ich weggehe und wieder hingehe. Sagt beide, das war vorher anders, ja? Ja. Ja, immer wenn du weggehst und wieder hingehst, dann liegen die anders. Aber ich habe kurz gezweifelt. Beuge mich der Mehrheit. Gott. Okay. Wer will vorgehen? Hä? Wieso bin ich jetzt mitten drin gefangen? Wieso sind rein? Wir ach so. Der. Anscheinend-Zitat. Sich. Ist Johnny. Wieso wissen die Männer das immer sofort? Jetzt eine Anomalie oder? Ja, ich glaube schon. Gehen wir das erst aus. Gut. Okay. $500. Ja. Los geht's. Hi, haha. Was? Willst du mir das jetzt verreißen? Kenn ich nicht. Nein! What? Mhm. Wir verreißen das nicht. Okay. Wir dürfen das nicht verreißen.
Nein, irgendwie auch nicht. Oh, hier sind Smileys auf den Steckdosen. Auf den Lichtschaltern und in den Steckdosen. Ja, die habe ich vermisst. Oh Gott, da ist gerade was von meiner. Ich habe jetzt die Tür aufgemacht, jetzt habe ich hier Wind, weil unten Fenster auf ist und es ist irgendwas von meiner Waschmaschine gefallen gerade. Oh no. Okay. Es war meine Brille. Das ist nicht so gut. Ich habe mir jetzt dazu entschieden, die Tür aufzumachen. Ist mir egal, wer da vielleicht im Bad wohnt. War hier vorher auch so ein Schlüssel in diesen Kästen. Bei dem Feuerlöschdings. Ich flackerte gerade das Licht. Kann das sein, dass ich deinen Lüfter höre, wenn du sprichst? Nee. Eigentlich das nicht. Könnte meiner sein vielleicht. Hört man den? Wartet. Hört mich. Oh. Ich frage nur, ob das ein Geräusch im Spiel war. Darum frage ich. So, besser? Gut, das fand ich jetzt nicht schlimm. Ich dachte nur, das kam im Spiel gerade. Ich habe nichts gehört. Ja, mir ist ein bisschen warm, deswegen habe ich gedacht, ich lasse mich mal von hinten ein bisschen anpusten. Oh. Habt ihr meine Frage vorhin gehört? Waren hier schon die Schlüssel in diesem Kasten? Ja. Ja? Meine ja. Hier geht ein Licht aus, wenn ich hier hingehe. Habe ich nur der Schatten, ne? Wenn man da durchgeht. Ja, es blinkt dann so irgendwie. Von wo kommt denn das Licht? Von oben? Das war ein komischer Winkel. War das so? Jetzt nicht. Hm. Gott, was fällt denn da dir an? Irgendwie fällt dir mein Badezimmer auseinander, habe ich das Gefühl. Aber es kommt Duft rein. Das ist es wert. Ja, jetzt ist nur gerade auf einmal so hell geworden. Es ist die Abdeckung vom Fenster runtergefallen. Es sieht schrecklich normal aus. Es gab doch eine arschige Sache hier mit den Kartons, oder? Ja, da war die Nummer auf den Kartons, alles Sechsen. Okay, das haben wir nicht, ja. Oder die Schirme gingen auf und zu. Die Schirme? Welche Schirme? Mhm. Auf den Paketen. Achso. Ihm geht's auch gut. Ja, gleich groß. 2, 3, 4, 5. Die Symbole, stimmen die Symbole? Ja. Ja. Der hat kein Symbol. Hier, die Hand war auch an der Wand. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ich gucke mir den Flur an. So, jetzt gucke ich auch. Tendiere zu anomaliefrei. Tendiere auch anomaliefrei. Ich auch, aber müssten uns noch sicherer sein als die letzten 100, 200, 400 Etagen. Denk dran, was alles dranhängt. Wir haben es noch nie geschafft. Wie weit wart ihr? Weiß nicht. Den hier haben wir gehabt, aber ich glaube, müsste ich sehen, was danach kommt. Was ist hier in den schwarzen Mülleimern drin? War davor auch schon was drin? Hier im Regal. Im Regal? Ja. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Auch nicht. Oh Gott, das habe ich mir gar nicht richtig angeguckt. War hier einer von den gelben Mülleimern rumgedreht? Das war so, ja. Hm. Okay. Ist der Karton auf? Ich weiß noch, wir haben andauernd in die Kartons reingeguckt, falls da mal irgendwas vielleicht drin ist, war aber irgendwie nie. Also das Einzige, was mir komisch vorkommt, ist hier das mit dem Licht vorhin. Hm. Wenn ich hier hinlatsche, dass das irgendwie so wechselt. Aber weiß nicht.
Ich könnte mal rückwärts dahin gehen und gucken, ob das irgendwas zu sagen hat. Ein Moonwalk. Nee, passiert nichts, ne? Sollen wir es wagen? Hatte die Mülltonne schon immer Abstand? Ach, halt so ein kleiner Scheiß. Ich weiß nicht. Ja, ich meine, man konnte die Schalter hier sehen. Leg mich jetzt fest. So. Okay. Spannung. Oh, Gott sei Dank. Ja, die Karton 666666666. Oh, Gott sei Dank. Ich gehe mal kurz meine Fensterabdeckung wieder dran. Eine Sekunde. Okay. Mal gucken, ich brauche eh mal ein bisschen länger. Ja, okay. Vielleicht. So, bin ich da. Ist ganz professionell mit Heftzwecken dran gepinnt. Sinn. Oh, da stimmt was nicht mit Steckdosen, ne? So viele waren das nicht. Nee. Auch hier oben, ne? Über oh. Den. Okay, sehr schön. Map. Map. Ich hab was gefunden. Okay, ja. Oh Gott, geht weg. Sie kommt auf mich zu und tötet mich. Ich bin tot. Nee. Fahrt ohne mich. Ist tot. Okay, und die Mülleimer sind tatsächlich irgendwie befüllt. Er ist noch gleich groß. Müllsack ist da. Zeichen sind gleich. Also ich behaupte zu wissen, es ist alles toll. Es sieht schon irgendwie so aus, ne? Nein, nein, der nein. Fußboden. Was ist mit dem Boden? Geh weg. Was soll denn das? Was ist mit dem Boden? Der Fußboden. Oh, okay. Ja, zugegeben, ja. Das ist echt arschig, ne? Das ist so manchmal so nach und nach erst kommt, ne? Aber alle, hoffe ich. Ja. Oh, ist das arschig. Wie war das jetzt wieder? Hätten wir drücken müssen? Wir probieren es einfach aus. Also an einem Tag wie heute, wo es so warm ist, ne, und das hier alles ruckelt wie Arsch, ne, finde ich das echt nicht lustig. Ja, okay. Wir müssen jetzt drücken.
Was denn drücken? Wir fahren direkt wieder. Pferde? Muss ich noch drücken? Wieso steht da 0? So ruckelt das. Warum steht da... Ist das die Anomalie? Warum steht da 0? Hä? Was? Ist das die Anomalie, dass da 0 steht? Was? Aber es ist schon nicht fair. Komm, wir fahren nochmal. Wir sagen, das ist eine Anomalie und fahren nochmal weiter. Okay. Das wäre aber unfair. Das ist arschig. Das ist doch nicht fair. Das war doch eine Anomalie. Ja. Und das kam, wir haben das doch, eigentlich haben wir das doch nicht falsch gemacht, oder? Es kam die Anomalie, nee. Wir sind in den Fahrstuhl gekommen. Das heißt, bevor wir gedrückt haben, sind wir raus und es kam wieder dasselbe und waren wieder im Fahrstuhl. Das heißt doch, dass wir dann da drücken müssen. Waren wir, waren wir im richtigen Fahrstuhl? Ja. Hör ich gerade wieder nicht. Ob wir im richtigen Fahrstuhl waren? So. Eigentlich. Eigentlich ja, weil vorher haben wir doch auch eine Anomalie gemeldet. Genau. Das ist nicht fair. Should we call it a day? Ja, ich glaube schon. Okay. Sad.